Abfahrt! Ey, mein, komm, mein Stuhl. Oh Mann, eben gerade ist es geil angehört. So, ne? Ding dong, Bedeck, meine Freunde, was geht ab? Erstmal ein großes Dankeschön an das schöne, gute Resultat von meinen zwei Vlogs. Bringt mir auch mega Spaß. Danke dafür. Und heute wollte ich eigentlich über das neue Call of Duty reden. Meine Hoffnung, meine Wünsche. Also das neue COD soll heißen Cold War. Ja? Und was ich mir jetzt erhoffe von COD, beziehungsweise was ich mir wünsche, ist jetzt nur meine Meinung, persönlich, ja? Also es geht gerade nur um meine Meinung. Und es geht halt nicht, was das Spiel wirklich machen wird, direkt schön eins. Und es geht einfach darum, was ich mir wünsche von dem nächsten COD. Also sonst bin ich einfach traurig. Irgendwann, man hat immer Hoffnung und irgendwann wird man halt traurig. Das erste, was ich mir wünsche, ist halt nices Movement. Also ich will kein Rumgefliege haben oder was auch immer, ja. Ich will einfach nur nices Movement. Also das MW-Movement könnte ich mir zum Beispiel vorstellen. Ein Dolphin Dive kann ich mir vorstellen. Das Gerutsche ist eigentlich schon nice so. So, auch wenn es kein, wie heißt das, Gerutsche oder Dolphin Dive geben würde, wäre ich auch zufrieden. Aber ich wünsche mir, dass es kein Rumgefliege-Game gibt. Wenn das Rumgefliege-Game, also wenn man in einem Game rumfliegen kann, dann bitte im Modus. Man macht einen Modus, getrennten Modus, so Boots on the Ground und einmal rumgefliege, das wäre Baba. So, zweiter Punkt, den ich mir ja aufgeschrieben habe. Nice, du Wichser. Nice, erste Runde MW, macht wieder, keine Ahnung, nach 3 Monaten bekommt ein Typ mit schönen Packer. So, läuft. Junge Mann, du Mist. Er heißt einfach The Slump God. Chilled God. Riot Chilled, Missgeburt. So, was ich mir natürlich wünsche, auch noch, sind die Radarpunkte. Die sollen nicht so kacke sein. Oh mein Gott, mein Gott, Leute, Leute. Oh mein Gott, ich bin gesteckt. Man soll einfach die Punkte auf dem Radar sehen. Ganz einfach. Einfach die normalen Punkte auf dem Radar, das wäre schon so sexy. Aber ey, haben die das gepatcht in MW? Das war früher nie so, ne? Oder sehe ich das jetzt? Ach so, nee, ich glaube, das ist wegen Radar. Ich habe das so lange nicht mehr gespielt. So, erstmal der Pumpgun-Typ. Nein, nein, so schlecht. Was ich mir noch aufgeschrieben habe, ich will auf jeden Fall kein Juggernaut und keine Last Chance oder Final Stand oder wie es heißt. Bitte nicht, alles außer das. Das macht für Sniper das Spiel um einiges schwerer. Das wäre echt schon korrekt. Ah! Ja. Kommen wir zum vierten Punkt. Ich wünsche mir Abschussserien. Wie in Modern Warfare 3. Ganz einfach. Modern Warfare 3 Abschussserien waren die besten. Alleine der Spezialistenbonus. Leute, Spezialistenbonus. Der war so krank, Alter. Darüber würde ich mich so immens freuen. Über einen scheiß Spezialbonus. Das macht einfach das Spiel immens geiler. Ja, Unterstützung. Auch. Das ist. Unterstützung ist nur freundlich. Oh mein Gott. Einfach Unterstützungsstreaks, Sturmpaket, also Sturmstreaks und den Spezi-Bonus. Das wäre so insane, Leute. Ey, ich würde das Spiel jeden Tag grinden. Allein schon vom Spezi-Bonus her. Was habe ich hier noch? Erste Seite haben wir fertig. Ja, genau. Fünfter Punkt ist das Scoreboard. Guckt euch jetzt das Scoreboard an. Was ist das? Welcher Mensch, wen interessiert es bei Stellung, wie lange man da drin war in Zeit? Wir sind doch nicht beim Competitive hier. Wir könnten Competitive-Modus machen, aber nicht so ein Shit. Man braucht einfach nur das Prestige, das Level, den Namen, die Punkte, die Abschüsse, die Tore, die Assists, die Quote und die Latenz, also die Verbindung. Mehr will man auf dem Scoreboard gar nicht machen. Mehr will man nicht. Einfach nur den Shit. Ich wünsche mir, dass man sich die Embleme freispielt. Das heißt, man muss irgendwas machen und dann kriegt man das Emblem. Genau das gleiche wie beim Pickle. Like MW3. Genau so. Dann hat man was zum Grinden. Titel zum Beispiel, was auch immer. Man hat was zum Grinden. Wisst ihr, was ich meine? Dann kommen wir zu den Waffen. Die Waffen sind mir im Endeffekt komplett egal. Wirklich komplett. Ich will einfach nur, dass es kein Schild gibt. Gerade bestes Beispiel. Einfach bestes Beispiel. Ich möchte einfach, dass es kein Schild gibt. Bitte kein Schild, Mann. Kein Schild. Ich möchte, dass es kein Schild gibt. Und dann habe ich mir noch aufgeschrieben, dass wenn Snipers drinne sind, dass die auch bitte mehr als 5 Bullets haben.
Minimum 6-7 Bullets und dann 5 Sniper. Das wäre krank. Get out of here, man. So, zweite Seite auch fertig. Jetzt habe ich aber noch zwei Seiten. Weil ich glaube, dann wäre schon auch schon alles wirklich angesprochen. Ah, ich schieße gegen dein Schild, nice. Digga, Slump, Gott, Junge, guck, das ist das beste Beispiel. Hört auf mit Schild. Du kannst nichts machen als Sniper. Komm, mit Schild hingegen wächst einfach mal ran, pap, gar nicht holen. So, was ich mir noch aufgeschrieben habe, der Start eines COD ist mega, mega wichtig. Also der erste Eindruck. Du hast jetzt kein Wunsch oder ein Vorschlag oder was auch immer. Das ist einfach nur, so, ich spiele jetzt schon seit Ende MW2, das ist einfach so. Ich weiß halt schon Bescheid, sag ich mal so. Wenn der erste Eindruck eines COD scheiße ist, dann wird das COD nicht laufen. Das ist Fuck. Das ist einfach Fuck. Ist einfach Punkt. Noch ein weiterer Punkt, der sehr wichtig ist. Hört auf die Community. Das nächste COD muss auf die Community hören. Zum Beispiel, früher gab es, wenn man Waffen haben wollte, musste die Community für die Waffen grinden. So, nicht einfach Waffen reinklatschen. Die Community will eine neue Waffe, haut die rein. Legt ein Ziel fest, das Ziel soll dann bewältigt werden von der Community. Das ist halt einfach krank dann. Und wie sowas mal wieder machen will. Das ist auch der Zusammenhalt der Community höher und was auch immer. Du wisst ihr, wie ich meine? So, ich glaube, jetzt habe ich noch ein bisschen was. Ich wünsche mir keine Spezialisten und keine unnötige Noob-Freundlichkeit. So. Und nicht selber heilen. Das wäre mir, also das ist nicht so schlimm, aber würde ich auch nicht so feiern halt. Guckt ihn euch an! Bitte guckt ihn an! Guckt ihn euch an! Was macht der da? Was macht der Pisser da? Freund am Teppich laden. Ja! So, was habe ich hier noch? Oh! Ja, ganz wichtiges Thema. Die Spawn-Systeme. Die sollen gute Spawn-Systeme bringen. So, das war's. Einfach gute Spawn-Systeme. Wäre ich sehr, 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 sehr dankbar drüber. Was habe ich noch? Ja, es sollen einfach keine Leute hinter mir spawnen. Ha! Nice, nicer Punkt, den ich mir aufgeschrieben habe. Es sollen einfach keine Leute hinter mir spawnen, da bin ich glücklich. Nice, danke dafür. Was noch? Kleine Maps sind wichtig. Habe ich hier noch stehen. Kleine Maps sind wichtig, um Camper zu stoppen. So, hat man kleinere Maps? Oh, Disrespect, sein Urgroßvater nicht. Das war nur Look, No Scope sogar, nicht mal auf Bildschirm geguckt. Hat man kleine Maps? Dann steppt man. Ja, machst du erstmal Stepptanz, du weißt. Dann stoppt man die Camper halt. Das ist mein Empfinden, ne? Es gibt zwar immer Camper, aber umso kleiner die Maps, umso weniger Camper. Warum bin ich gerade so schlecht, Mann? Noch nicht so ein Comment, also Live-Gameplay aufgenommen und dabei geredet. Hammerstelle. Ja. Oh, das ist mir auch richtig krass. Ich habe so viele gute Punkte einfach aufgeschrieben. Ich habe mir echt Mühe gegeben. Ich habe mich erstmal hingesetzt und die wichtigsten Sachen aufgeschrieben. Was noch sehr, sehr wichtig ist. Ich will kein Game, was pay to win ist. So. Wollen wir eine neue Waffe haben, dann macht sie als Community-Aufgabe und nicht in Kisten. So viele. Natürlich wollt ihr den größten Dings, wie heißt es, Umsatz machen. Aber warum? Gönnt uns doch mal einfach kein Pay to Win. Wer hat da Bock drauf? Da hat kein Mensch Bock drauf auf Pay to Win. Brauchen wir nicht. Also, ihr braucht das wahrscheinlich, ja. Die Mitarbeiter arbeiten ja auch dafür, ist ja klar. Aber müssen wir das haben? Müssen wir das haben? So, und das Allerwichtigste kommt zum Schluss. Das Allerwichtigste, Leute. Kein Skill-Based Matchmaking. Bitte, ich flehe euch an. Wenn ihr Skill-Based Matchmaking reinmacht, ne? Ich schwör's euch. Ja, ich hol mir das COD im Endeffekt sowieso. Aber hör auf zu campen. Bitte kein Dings. Kein Skill-Based Matchmaking. Bitte. Bitte kein Skill-Based, ich flehe euch an, einfach kein Skill-Based Matchmaking. Das hat alles kaputt gemacht mit MW. MW wäre zum Beispiel so sexy, aber dann kommt Skill-Based Matchmaking und dann sage ich, ja moin. Moin. Und dann kommt der mit Pumpgun und ich gebe ihn Hitmanker, was ist das? S-Mine liegt der junge Mann. Aber das ist auch eine gute Video-Idee. Spielen wir der dickste Bastard. Eine Runde spielen wir der dickste Bastard. Genau seine Klasse. Guck, die habe ich ja vorhin gerade gesehen. Die gucke ich mir gleich nochmal an. So, dann mache ich ein Video so.
Ich spiele, wer der dickste Wasser hat. Das nenne ich auch so. Knecht hört sich besser an. Ich spiele wieder dickste Knecht. Och man! 10 Sekunden, macht euch bereit. Guck mal ihn an. Egal. MW bringt wieder richtig Spaß, ey. Ist doch meine erste Runde. Ist meine erste Runde, aber dann sehe ich direkt jemand mit Schild. Oh, guck mal, das verstehe ich auch nicht. Ich werde angehalten. Mein Bildschirm wird hell. Warum wird der hell? Da macht ihn doch lieber dunkel, damit ich noch die Gegner sehen kann. So ist mir jetzt spontan aufgefallen. Weil ich bin auch so schlecht war, ne? Bin. Aber wie gesagt, meine erste Runde nach 3 Monaten links, MW oder so. In der Ruhe liegt die Kraft, in der Ruhe liegt die Kraft. Habe ich hier noch irgendwas übersehen? Habe ich noch irgendwas übersehen? Ich glaube nicht. Also das wäre alles, was ich jetzt angesprochen habe und haben wollte. Die Runde ist auch vorbei. 20 Kills. Also die Runde war echt tot von mir. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ich denke, 80% der Community ist da meiner Meinung. So, das wäre einfach das perfekte COD. Und ja. Tschüss.